In 2,5 Wochen ist Europawahl und in Deutschland ist ja die berühmte Sperrklausel weggefallen. Erst die 5, dann die 3%-Hürde. Das heißt, es wird leichter für die kleineren Parteien. Und auf die blicken wir in dieser Woche ganz besonders. Nach der AfD und den Freien Wählern schauen wir heute auf die Piratenpartei. Die war vor 2 Jahren in Umfragen zweistellig. Viele glaubten schon, na, das könnte vielleicht sogar eine neue Volkspartei werden. Doch dann kam der Absturz, innerparteiliche Streitereien, keine Antworten auf drängende Fragen. Und jetzt müssen sie kämpfen, um überhaupt Gehör zu finden. Von der Europawahl erhoffen sie sich jetzt neuen Aufwind. Hier sind ihre Ziele und Pläne. Klar machen zum Ändern. Die Piraten wollen anders sein als andere Parteien. Jung, unangepasst und vor allem modern. Ihr Markenkern? Netzkompetenz. Wenn sich Piraten versammeln, kann jeder dabei sein, überall. Es wird live gestreamt, getwittert, medial begleitet. Kommunikation ohne Grenzen. Das schätzen sie am Internet. Europa muss mehr so werden wie das Internet. Gemeinschaftlich, vernetzt, grenzenlos. Piraten sind technikaffin. Lange hieß das männlich, bärtig, schweigsam. Dieses Image will man loswerden. Die Spitzenkandidatin Julia Reda, 27 Jahre alt, Politikwissenschaftlerin, Vorsitzende der Europäischen Jungpiraten. Es ist natürlich ein Problem, wenn die junge Generation in diesem Parlament überhaupt nicht vertreten ist, weil dadurch natürlich es auch noch schwieriger ist, für junge Menschen zu verstehen, was in der europäischen Politik überhaupt passiert. Und das wollen wir ändern. Die wichtigsten Ziele. Die Piraten sind überzeugte Europäer. Sie plädieren für einen europäischen Bundesstaat. Aber nur mit einem gestärkten Europaparlament und mehr Bürgerrechten. Sie fordern EU-weite Volksabstimmungen. Der Datenschutz ist den Piraten sehr wichtig. Am besten mit einer europäischen Datenschutzverordnung. Sie wollen weniger Überwachung und keine Sicherheit auf Kosten von Freiheit. Vor allem aber keine Vorratsdatenspeicherung. Wenn die Spitzenkandidatin ins Parlament einziehen sollte, wäre ihr großes Ziel eine Reform des Urheberrechts. Es solle dann europaweit einheitlich und offener werden. Dass also eben auch in diesem kulturellen Bereich Grenzen überwunden werden sollen, dass man, egal wo in der EU man sich befindet, die gleichen Rechte hat, zum Beispiel zum Zwecke der Wissenschaft oder zum Zwecke der Bildung, Werke zu verwenden und dass eben Leuten, die kreativ mit Inhalten im Netz umgehen wollen, nicht mehr Steine in den Weg gelegt werden. Aber es gibt noch weitere Ideen für Europa. Ein europaweites bedingungsloses Grundeinkommen, Geld vom Staat für jeden, ganz unbürokratisch. Die Legalisierung von Drogenkonsum, Aufklärung statt Verbot. Und ein EU-weites Semesterticket für Schüler, Studenten und Auszubildende. So locker und unangepasst das alles auch klingt, wenn es um Hierarchien geht, streiten die Piraten wie andere Parteien auch. Im letzten Jahr zerlegte sich der Bundesvorstand öffentlich. Gleichzeitig verschliefen ausgerechnet die Piraten den NSA-Skandal. Die Folge? Nur 2,2% bei der Bundestagswahl.